Am Straßenrand von Kremmen im Landkreis Oberhavel steht es. Das wohl größte Scheunenviertel Deutschlands. Über 50 Scheunen aufgereiht wie an einer Perlenschnur. Wenige sind noch baufällig, fast jede ist saniert. Hier an der Ecke gibt es den einzigen Scheunenfriseur Brandenburgs. Diana Bielicke und ihr Team frisieren dort, wo früher Heu, Stroh und jede Menge Krimskrams gelagert wurden. Allein schon die Raumhöhe in so einer Scheune ist ja unglaublich. Aber wie sind Sie drauf gekommen, dass Sie hier Ihren Salon geöffnet haben? Das kam wirklich aus der Not heraus, weil wir hatten hier schon unseren Friseursalon in Kremmen. Wir waren in der Dammstraße ansässig, 50 Quadratmeter. Und das Personal wurde aufgestockt. Was ich so schätze, eben wirklich die Raumhöhe, weil durch die vielen Gase, die bei uns hier entstehen, durch das Haarspray, durch Haarfärbemittel, durch die Dauerwellen, was wir alles machen, haben wir viel mehr Luft zum Atmen. Heute heißt es durchatmen vor dem großen Tag. Die Hochzeitsfrisur wird vorbereitet. Das ist der schönste Ort hier gerade in Kremmen. Ich finde, jede Scheune hat ihren eigenen Charakter. Und es ist einfach total gemütlich auch. So ein bisschen Industrielook, aber auch dieses Gemütliche wieder mit dem Holz. Mir ist einfach so wichtig, dass sich auch die Kunden hier total wohlfühlen. Und ich glaube, das sorgt schon auch dafür. In der einen Scheune geht es nur um die Frisur. In der Nachbarscheune nur um die Ehe. Im Zentrum des Scheunenviertels von Kremmen steht das Standesamt. Unter die Haube bringt sie hier eine der jüngsten Standesbeamtinnen der Region, die 28-jährige Josephine Stahl. Heute wird das Ja-Sagen geübt. Hallo. Hallo. Wo darf ich denn Platz nehmen? Wollen Sie gleich wie an Ihrem Tag Platz nehmen? Dann bitte links von mir. Sehr gern. Über der Scheunenstandesbeamtin ist ein Notausgangsschild. Also ist das ein Omen, dass der Bräutigam vielleicht abhauen kann bei Ihnen? Na, das hoffen wir doch nicht. Aber ein kleiner Fun-Fact: Hier wäre ein kleiner Notausgang, ein Abgang à la die Braut, die sich nicht traut. Oh je, Mene. Diese Scheune ist ganz besonders. Wie gerne würden wir bei dieser Hochzeit Mäuschen spielen, aber wir ziehen weiter zur nächsten Scheune. Überall lagern interessante Dinge in diesem Viertel. In der hintersten Ecke verstecken sich Raritäten auf vier Rädern. Also das ist ja durchaus ein großes Glück, wenn man hier eine Scheune erwischt und die dann tatsächlich, wie in Ihrem Fall, mietet oder kauft? Also wie war das? Bin Besitzer. Hier, diese Scheune war damals ganz kaputt. Das war eine Ruine und das hat mir gefallen, diese Ruine. Und deswegen habe ich die Ruine wieder aufgebaut. Seit seiner Jugend sammelt der ehemalige Rechtsanwalt Autos. Hier stehen seine Schätze schön trocken. Nur im Sommer dürfen sie raus an die frische Oberhavelluft. Zum Beispiel italienische Autos, französische Autos, dann auch noch englische Autos. Ich schaue mal gerade durch, ja, dann haben wir es. Ja. Jeder ist hier stolz auf seine Scheune. Hinter diesem Tor treffen sich Stars und Sternchen. Eine Bühne darf im Scheunenviertel von Kremmen natürlich nicht fehlen. In Kremmen gibt es also nicht nur Friseur, jede Menge Restaurants, sondern auch noch ein richtiges Theater. Wie sind Sie dazu gekommen, hier diese kleine, aber feine und mittlerweile berühmte Bühne auf die Beine zu stellen? Ja, das ist hier das Theater tiefste Provinz und es sollte mal eigentlich ein Übungsraum für meine Band sein. Deswegen habe ich eine alte Scheune gekauft und dann hat mir die Stadt gesagt, Mensch, mach da mal was für die Allgemeinheit, dann gibt es nämlich Fördermittel. Und da ich damals nicht ein Pfennig Geld besaß und mir gerade so diese Scheune leisten konnte, da habe ich gedacht, gut, mach eine Bühne rein. Und dann kam Inforadio und machte ein Interview und dann war es ein Selbstläufer irgendwann. Mittlerweile haben wir 100 schöne Plätze und haben ja, Menschen wie Heinz-Rudolf Kunze war mal hier, Zendi aus Marzahn war mal hier, Axel Prahl war mal hier. Und ist schon Tonsteinscherben, meine Lieblingsband,
war da und das ist dann schon ganz toll und eigentlich auch immer gut gefüllt. Nebenan geht es mit der unendlichen Vielfalt des Scheunenlebens in Kremmen weiter. Die Kombüse gehört zum Theater. Hier fegt der Intendant noch selbst. Mein Herz schlug immer schon für alte Häuschen und am besten, die irgendwie groß waren und dann konnte man selber drinnen bauen, wie man wollte. Und das macht einfach Spaß, wenn man dann sieht, dass aus drei Wänden, sind ja alle nur wie ein U aneinander gebaut, die Scheunen, auf einmal ein Theater wird oder drüben die Kombüse, also das kleine Bistro, was wir dazu noch haben. Und das ist dann immer eine tolle Sache. Kremmen, die Scheunenmetropole Brandenburgs. Die berühmte Backschweintenne, seit Jahren in der Region bekannt und beliebt. Heute ist der Tag der offenen Höfe hier in Gömnick und es regnet. Was für eine Sauerei. Aber wir sind jetzt dabei, eine der spannendsten Scheunen Brandenburgs kennenzulernen und den Mann, der hier fett draufsteht und jetzt steht er vor mir. Hallo. Bernd Schulz, hallo. Ja. Du bist ja ein richtiger Scheunenfan. Warum denn? Ja, weil ich eine Lösung gesucht habe für eine vernünftige Vermarktung, wo die Leute sich wohlfühlen. Und da haben wir die Backschweintenne sozusagen entwickelt. Ja. Und das ist sie da hinten, die Scheune, die Backschweintenne. Aber jetzt holen wir das Schwein raus. So, das war jetzt 8 Stunden im Ofen. So, jetzt tragen wir das in meinen Wagen zum Verkaufen. Ist ja nicht so schwer. Punkt 11 Uhr sind die ersten Gäste da. Alle wollen nur eins, das Backschwein mit Sauerkraut und Hanfbrot. Die Augen leuchten, so einen Sonntagsschmaus gibt es nicht alle Tage. Oh, ich freue mich schon. Das Schwein wird nach Spezialrezept zubereitet und es hatte garantiert ein saustarkes Leben. Sehen wir später. Ruckzuck trudeln die Gäste ein. Alle wollen noch einen Platz in der Scheune bzw. in der Tenne ergattern. Das Motto lautet, erst rein in den alten Heuschober, dann einfach nur wohlfühlen. Na, wie oft ist denn hier tatsächlich auch was los? Na, eigentlich zweimal im Monat. Der dritte Freitag haben wir im Monat oder irgendwie heute jetzt mal Tag der offenen Höfe. Aber es wird nicht Scheune genannt, es wird Tenne genannt. Ja. Was ist denn da genau der Unterschied? Nein, da musst du nach unten gucken, das ist der Lehmfußboden. Der gestampfte Fußboden, das ist die Tenne. Da hat man früher ja das Getreide mit den richtigen Dreschflegeln bearbeitet. Ach, hier habt ihr jetzt dann eine Tanzdiele. Also ja, hier kann man tanzen bei Geburtstagen, bei Feiern. Hier ist die Musik, da oben ist das so ein Wohnzimmer. So eine für eine extra separé ein bisschen, ja, separiert. Okay. Und da oben ist die VIP-Lounge, ja. Nein. Und wir haben noch Auslauf, im Sommer sind wir draußen auf der russischen Terrasse. Ja, und das ist dann mit Auslauf. Es hat sich rumgesprochen, dass die Backschweintenne ein sowohl kulinarisch als auch ästhetisch außergewöhnlicher Ort ist. Die Idee dazu hatte eine Freundin aus New York. Ingrid Cousin stachelte den damaligen Schweinewirt an, auch noch Gastwirt zu werden. Aus Dankbarkeit gab er ihr dafür einen Bauwagen, eine Art Minischeune. Was hat dann die New Yorker Freundin mit der Scheune zu tun? Jetzt pass uns auf. Und zwar war ich damals 69 und wurde 70 im Dezember. Und dann irgendwie hat es sich ergeben, dass ich eine große Feier machen wollte. Also alle meine Freunde aus München, ich komme ja eigentlich aus München, gell? Und dann hat Bernd vorgeschlagen, ja, dann machen wir heute dann richtig die Scheune her. Das war eine richtige Scheune, gell? Also erzähl mal. Ja, die war alt, dreckig, schmutzig. Und jetzt strahlt die Scheune von innen und von außen. Die Dächer sind neu gedeckt. Die nächsten 100 Jahre können kommen. Die Gäste erfreuen sich an der familiären Atmosphäre. Wie viel Arbeit dahinter steckt, das weiß besonders die Schwester von Bernd Schulz.
Aber hinter so einem kleinen Chaoten steckt eben eine taffe Schwester, eine taffe Schwester. Es geht hier um Gemütlichkeit, um zusammenzukommen und einfach zu leben. Leben. Und das ist das Leben, oder? Genau, so ist das Leben. Du hast es doch mitgekriegt. Na ja, klar, ein schönes Weinchen gibt es dazu. Was schätzen Sie daran? Wie, am Weinchen? Nö, an der Scheune. Na, die Scheune, das ist gut, hat er gut gemacht. Gut, ich habe auch so eine schöne Scheune, aber... ja, ja. Aber, was ist los? Naja, die müsste erst umgebaut werden. Na dann ran an den Speck. Mit guten Ideen kann man große Höfe am Leben erhalten. Apropos Speck. Die Backschweine wachsen auf den Weiden in der Nähe heran. Bernd Schulz verkauft sie auch in der Markthalle 9 in Berlin-Kreuzberg. Das macht ja einen Stress aus hier, wenn ja. Mit so vielen Gästen. Und alle wollen noch was haben. Ja, ich weiß auch nicht, wo die alle herkommen. Ja? Hier muss ein Nest sein. Ich bin vollkommen überrannt hier. Ich suche eine Nachfolgerin oder Nachfolger. Ja? Weil ich bin langsam alt, bin Rentner. Ja? Aber alle wollen ja noch, aber ich, irgendwann ist ja mal Schluss. Wa? Naja. Und, haben Sie Lust zu übernehmen? Dann bleibt die Backschweintenne in Gömnick, das Zentrum für genussvolles Landleben, uns allen noch lange erhalten. Auch in den Dörfern des Hohen Flemings ist die Scheunendichte sehr groß. Fast jedes Gehöft hat hier eine. Nur in Dahnsdorf gibt es gleich zwei Scheunen, die Besucher zum Staunen bringen. Die erste gehört Siegfried Heinrich. Er hat nicht nur die wohl älteste funktionstüchtige Tankstelle des Landes. Er hat nicht nur alte Trecker aus der DDR-Produktion. Er hat vor allem eins. Die europaweit wohl größte Transmissionsanlage. Was das genau ist, erklärt er uns lieber selber. Wie viele Maschinen werden denn jetzt durch diese Transmissionsanlage angetrieben? 5, 6, 7, ich möchte mal sagen 20. 20? 20 bis 25, ja. Und das sind was für Maschinen? Das ist, ein Teil ist Werkstatt, also Schmiede, und das andere Teil, die andere Hälfte ist Landwirtschaft. Also hier sehe ich ein Butterfass, genau. Da wird Butter mitgemacht gleich. Mhm. Hier sehe ich ein Notstromaggregat. Genau. Damit kriegen wir jetzt den Strom auch hier an. So, genau. Weil ich sehe jetzt da oben auch schöne, uralte Lampen. Ja, und Schwalben. Wie wollen wir jetzt die Transmission einschalten? Ja. Wie funktioniert das? Der wird jetzt sehr angeschmissen. Jetzt wurde er riesen gespannt. Und jetzt muss ich die andere Hälfte noch in Gang rücken. Ein Dieselmotor betreibt über ein genial ausgetüfteltes System von Rädern und Lederbändern jede Menge Maschinen. Und schwupps, es werde Licht. Ein Rad und Lederriemen weiter, eine Schmiedemaschine. Absolute Arbeitserleichterung, der Fahrstuhl. Das ist 4 Generationen alt und noch kein Holzwurm dran. Fast 2 Dutzend Jahre hat Siegfried Heinrich gesammelt und zusammengebaut. Hier muss alles millimetergenau passen. Aber wenn es läuft, kann man mit nur 5 Liter Diesel pro Tag 20 Maschinen antreiben. Herr Heinrich, wie finden Sie es, wenn Ihre Scheune so klingt? Da schlägt das Herz gleich viel besser und man wird auch jünger in dem Alter. Da wünschen wir dem 84-Jährigen noch viele schöne Begegnungen mit technikbegeisterten Besuchern. Nach Voranmeldung wirft er gerne mal seine Transmissionsanlage an. Hinter den großen Scheunentoren verstecken sich erstaunliche Geheimnisse. Wir folgen nun dem blauen Trabi ein paar Höfe weiter. Am Ortsrand von Dahnsdorf steht die Scheune von Roland Strehle. Auch er sammelt in seiner Scheune jede Menge Erinnerungen aus der bäuerlichen Welt Brandenburgs. So eine Scheune bedeutet auch immer, wie ich finde, ein bisschen Kindheit, weil es riecht so intensiv. Wonach riecht es hier? Das riecht eigentlich immer noch nach altem Stroh zum Beispiel oder nach Holz und nach Staub, ist ja klar. In der Kindheit haben wir viel in der Scheune gespielt. Und zwar haben wir hier zum Beispiel ein Standbrett. Früher war ja der Boden niemals so abgebrettert, sondern nur Starken. Und dann waren Standbretter, also große Kiefernbretter.
Und da musste man drauf laufen. Man musste natürlich, Arbeitsschutz gab es nicht. Wer runtergefallen ist, hat Pech gehabt. Ist man weich gefallen oder war unten kein Heu oder Stroh? Wenn unten Stroh und Heu war, es war sehr sanft gefallen. Also wir sind sehr gerne runtergesprungen ins frische Heu. Ja, das war hervorragend. Natürlich. Hier haben wir ein Zimmer für die Hausschlachtung. Also viele Sachen, die man hier bei der Hausschlachtung benötigt, sind hier ausgestellt. Hier zum Beispiel haben wir die Schlachteleiter. Hier wurde das Schwein kopfüber angehangen und wurde aufgeschnitten, aufgebrochen. Und die Innereien wurden da entnommen. Hier haben wir den Kessel, da wurde dann die Wurst gekocht. Und alles quasi gebrauchsfertig hier, alles, sodass das nächste Schwein kommen kann? Genau. Oder ist das hier keine Sauerei, die hier passiert? Hier oben können wir natürlich nicht schlachten. Was ist das Faszinierende, wenn man in die Vergangenheit und in die alte Scheune guckt? Also wir haben hier Sachen, weil ja dieser Wortschatz nachhaltig sehr groß im Munde genommen wird. Früher waren die alle nachhaltig, weil sie sehr arm waren und es nichts zu kaufen gab. Hier zum Beispiel haben wir einen Quirl, der zum Blutrühren genommen wurde und musste im Topf gelassen werden. Und dann musste das immer so gerührt werden, dass es nicht klumpt, sonst kann man keine Wurst herstellen. Und dieser Quirl wird hergestellt aus einem Weihnachtsbaum, aus einem Rest eines Weihnachtsbaumes. Unten war der große Stiel und oben zum Beispiel von der Krone, hier mal noch zu sehen, wie die Nadeln hier dran sind, wurde ein kleiner Quirl hergestellt, eventuell zum Pudding rühren. Dahnsdorf, ein Ort mit vielen Überraschungen in den malerischen Hinterhöfen. Die Museumsscheune von Familie Strehle öffnet nach Vereinbarung ihre Tore. Eindeutig, Dahnsdorf ist das Dorf mit den offenen Scheunen. Wie soll man sich bei euch anmelden, wenn man Lust auf Scheune hat? Also bei uns kann man klingeln. Wir haben auch draußen ein Schild dran mit einer Telefonnummer. Es stehen für jeden die Türen bei uns offen. Tschüss. Was man alles aus Scheunen machen kann, das sehen wir in Vliet in der Uckermark. Einem typischen Dorf mit jeder Menge Scheunen. Am Zaun erkennt man ja durchaus immer, wie der Brandenburger so drauf ist. Und hier haben wir einen jungen Brandenburger, der vor kurzem erst eine Scheune hier in der Uckermark entdeckt hat. Hallo Andreas. Hallo Attila, hallo, grüß dich. Das ist ja ein Traumörtchen. Wie bist du hierher gekommen? Wie hast du das entdeckt? Durch Zufall, ehrlich gesagt. Es war also unsere Freundin, die uns hierher geführt hat. Und das war vor etwa 5 Jahren. Wir waren hier im Urlaub, haben ein Airbnb angemietet in Gerswalde und haben dadurch erstmal die Uckermark entdeckt zum ersten Mal. Und dann haben wir uns eigentlich auch gleich auf die Suche nach einem Grundstück gemacht. Und durch Zufall sind wir dann auf den Hof hier gestoßen. Und da hinten ist sie, die Scheune, die das Leben wirklich verändert hat. Also kann man sowas sagen oder ist es kitschig? Nee, auf jeden Fall. Also hat auf jeden Fall, ist natürlich ein bisschen kitschig, aber hat auf jeden Fall das Leben verändert, ja. Andreas und sein Freund kauften die alte Bäckerei samt Scheunen. Und nachdem der Nachbar verstorben ist, übernahmen sie auch seine steinigen Karten. Und peu à peu werden die großen Räume zu Ferienwohnungen ausgebaut. Okay, hier das alte Wohnhaus. Und du führst uns jetzt direkt zur Scheune, also offensichtlich das Objekt der Hauptarbeiten der letzten Jahre. Oder wo musste am meisten Energie reingesteckt werden? In den Garten. Nee, ehrlich gesagt, also natürlich, klar, in das Haus und in die Scheune. Wobei die Scheune, es ist ja, du siehst ja hier, das ist ja wirklich nur so ein ganz kleines Arbeitsbüro. Ach, und rechts quasi Holzlager? Genau. Und dann hier? Aha. Genau, also rechts dieser Teil des Stalls ist quasi unberührt. Wir haben da nichts gemacht. Und hier haben wir einfach entkernt und ganz einfaches Büro reingesetzt. Genau, einfach viel Licht, viel Platz. Und da vorne offensichtlich der Lieblingsplatz. Natürlich, also hier wird alles, hier wird immer viel gedacht. So. Zum Denken scheint eine Scheune der ideale Ort zu sein. Kleine Räume,
mit großer Wirkung. Andreas und sein Freund vermieten bereits in Berlin einige Ferienwohnungen über Airbnb. Auf ihrem Hof haben sie für sich und für Urlauber eine Oase geschaffen. Neben der kleinen Scheune mit Gemüse- und Staudengarten steht die zweite. Diese ist ein Refugium für Besucher. Die tauchen ein in eine moderne Scheune mit viel Platz und weitem Raumgefühl. Und natürlich viel Komfort. Plumpsklo war gestern, Designerbad ist heute. Das war mal eine Scheune und jetzt ist es ja, ein Ort, an dem sich, glaube ich, die Menschen sehr, sehr wohl fühlen. Ja, also das Feedback war bisher eigentlich immer top. Na, ganz offensichtlich haben es Scheunen dir angetan, aber auch vielen anderen Menschen. Also warum macht die Scheune so eine erstaunliche Karriere? Ich glaube, also Scheunen sind ja eigentlich wunderschöne Gebäude und werden für so ganz banale, oft ganz banale Sachen genutzt, wie es sind halt Lagerräume für Heu, Holz oder da werden eben Tiere untergebracht. Und genau da setzt Andreas an. Neue Scheunen entdecken, neue Räume schaffen. Der Zugezogene bringt frischen Wind in die alten Gemäuer. Allerdings versprühte der Hof vor 6 Jahren noch wenig Charme. Das änderte sich rasch. Also war es die richtige Entscheidung, auf jeden in die Uckermark zu ziehen? Auf jeden Fall. Ich würde es nie bereuen. Aber man bleibt natürlich immer der Berliner, immer der Städter, immer die Bulette. Ja, egal. Der Zugezogene. Genau, immer. Es ist doch auch gut, dass wir anders sind und uns nicht komplett versuchen, zu 100% mit den Einheimischen hier zu decken, weil das würde ja auch nie funktionieren. Von der Bulette zum Landei? Sozusagen, ja. Ich genieße es. Und spielt jetzt Berlin überhaupt noch eine Rolle? Oder? Ja, leider. Leider ja. Also ja, wir machen ja noch dieses typische Berlin-Landspagat. Das heißt, langes Wochenende auf dem Land und dann 3 Tage arbeiten oder 3-4 Tage arbeiten in der Stadt. Und natürlich, also ich glaube, mit dieser Stadtverbindung werden wir auch immer haben. Ich will das auch nicht missen. Wie soll es weitergehen mit der Scheunenleidenschaft? Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, noch eine Scheune auszubauen. Vielleicht sogar die nebenan steht, die baufällige. Ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Bis dahin wird noch der eine oder andere Maulwurfshügel plattgetreten. Auf den ersten Blick sind sie unspektakulär. Die Scheunen von Groß Schönebeck, einem Dorf am Rande der Schafheide. Der Hof lädt Besucher zum Staunen ein. Denn was sich hier in den Scheunen versteckt, ist einzigartig. Das größte Kutschenmuseum Brandenburgs. Auf dem Hof von Jürgen Bohm in Groß Schönebeck gibt es nicht nur jede Menge Federvieh, sondern vor allen Dingen auch Kutschen und Scheunen. Warum lieben Sie Scheunen so? Na, um den Platz zu haben, um meine Kutschen unterzustellen. Warum, wie viel sind es denn? Na, jetzt sind es 63. Oh Gott, da braucht man ja mehr als eine Scheune. Wie viel haben Sie? Also 2 Scheunen und ein paar Überdächer, um die unterzustellen. Und hier geht's schon los. Ja, hier sind schon die ersten. Scheune Nummer 1? Scheune Nummer 1 mit den ersten Exemplaren. Die sind alle fahrbereit und werden auch noch genutzt. Sie haben alle über 100 Jahre auf dem Buckel. Jede Schraube, jedes Rad, jede Deichsel wird gehegt und gepflegt. Wie kommt das an, dass hier im Dorf das Kutschenmuseum und die Scheunen so lebendig sind? Ich glaube, dass sich viele freuen, dass man noch sieht, wie früher dieser Ursprung war. Von diesen Gehöften und von diesen alten Geräten in alten Wagen. Die alten Leiterwagen wurden früher für die Ernte eingesetzt. Von überall aus der Region hat er sie gesammelt und wieder fit gemacht. Ganz wichtig, jedes Teil muss einmal im Jahr bewegt werden. Neben seiner Arbeit bei der Gemeinde kümmert er sich rührend um die alten Fuhrwerke.
seine Kutsche liebt er schief. Jürgen, der fragt regelmäßig, hast du mal 10 Minuten Zeit? Aus 10 Minuten werden 2 Stunden oder 3 Stunden. Und so sammeln wir ein Stück nach dem anderen. Dieses Umrücken von den Kutschen, das ist auch so das Thema, was immer beliebt ist. Ja, das ist der alltägliche Rhythmus. Ich glaube, er ist schon außergewöhnlich mit seiner Sammelleidenschaft. Vor allen Dingen, man braucht Platz. Ne? Und Jürgen sagt immer, er hat keinen Platz. Er hat Scheunen gebaut und angebaut. Und wir haben immer gesagt, ah, jetzt brauchen wir nicht mehr umschieben. Aber das Schieben ist immer Tradition. 2-mal im Jahr wird hier alles einmal hin und her bewegt. Und wenn dann noch Schnee liegt, dann holen wir noch alle Schlitten runter und stellen die Schlitten auch noch mal irgendwann hier hin. Das ist typisch. Aber es ist auch schön, wenn wir dann alle zusammen sind, dann setzen wir uns in die Scheune. Wenn wir gearbeitet haben, setzen wir uns in die Scheune. Da ist ein kleiner Tresen und trinken wir unser Bier. Und dann ist es auch gut. Das ist die Paradescheune, kann man so sagen. Das ist die Hauptausstellung. Hier befinden sich in der ganzen Scheune nur Kutschen und Schlitten. Das ist der Leichenwagen. Mein Kumpel meinte 30er Jahre. Aber hier hat sich der Maler verewigt mit 1903. Und somit ist es offensichtlich, dass der ist auch im Erstlack, dass der 1903 auch gebaut wurde. Wo haben Sie all diese Kutschen her? Wo wurden die denn eingesetzt? Hier ist der Großteil, ist ja aus Berlin, aus Rixdorf, heute Neukölln. Da wohnen die in so einem Fuhrgeschäft, wurden die da genutzt. So komfortabel sahen die Taxen in Rixdorf-Neukölln Anfang des letzten Jahrhunderts aus. Bis 1945 waren diese Kutschen unterwegs. Allein in dieser Scheune sind über 40 Wagen und Schlitten untergebracht. Die Wintergeräte sind auf dem ehemaligen Heuboden zu bestaunen. Um die Weihnachtszeit werden sie als Dekoration im Dorf aufgestellt. Warum lieben Sie Ihre Scheunen ganz besonders? Erstmal, die Scheunen sind schon Geschichten, die sind hier alle von 1888. Und dass ich durch diese Scheunen meine Ausstellung, also meine Sammlung so schön präsentieren kann. Neben Beruf und Museum gibt es noch mehr Arbeit auf dem Hof. Denn Bauer Jürgen Bohm versorgt sich selbst. Ein echter Bauernhof, sogar mit kleiner Kneipe, natürlich in der Scheune. Ein Leben ohne Scheune, wäre das realistisch? Nein, eigentlich nicht mehr. Also eigentlich bin ich so mit der Situation sehr zufrieden. Mein Lebenswerk von 1976 an, also sprich mit 16 Jahren die erste Kutsche. Jetzt bin ich 63, habe 63 Kutschen. Das ist so mein Leben. Und auch im Nachhinein immer wieder. Immer wieder. Ja. Und muss jetzt noch eine neue Scheune irgendwann mal ran? Oder ist jetzt Schluss mit Scheune? Nein, ein kleiner Anbau noch und dann ist Schluss. Ein kleiner Anbau noch und dann ist Schluss. Aha, kleiner Anbau. Da lachen Sie im Hintergrund schon. Da müssen Sie wieder helfen, oder wie? Ja, da müssen natürlich wieder alle ran. Sonst wird es ja nicht. Nur gemeinsam schaffen wir das. Ne? Aber eine kleine Sache ist noch geplant. Dann wünschen wir dem Kutschensammler und Scheunenmann viel Erfolg beim nächsten Projekt. Übrigens, der Kutschenhof in Groß-Schönebeck ist täglich geöffnet. Einfach kommen, klingeln und staunen.